Hervorragend, Miss. Das feiern wir am besten mit einem Stück Kuchen. Aber leider muss das wohl bis nach Abschluss der Ermittlung warten. Okay, also wollen wir jetzt das Mädchen ansprechen? Ja, die hat kein Rätsel, wie gemein. Schade. Dieser Kuchen ist wirklich himmlisch. Und dann werden sie auch noch so wunderschön präsentiert. Jerry ist wirklich so talentiert. Er kann Kuchen in allen denklichen Formen und Farben atmen lassen. Wissen Sie? Es sieht alles so lecker aus. Ich kann mich kaum entscheiden, was ich kaufen soll. Ich glaube, ich nehme einen von denen. Nein, doch. Nein, doch. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Jo, nein, nein, ja. Ermittle in der Konditorei. Eine Sache ist aber nicht. Also doch Jerry. Ja, dann drauf auf Jerry. Ja, haben Sie sich schon entschieden? Oh, es ist so schwierig. Hier sieht ja wirklich alles köstlich aus. Na, dann sollten Sie mal auf die Preise gucken. Vielleicht hilft Ihnen das. Übrigens, Mr. Handy, wussten Sie schon, dass einer der Zeiger am Uhrturm vom Elizabeth Tower verschwunden ist? Na ja, ich weiß es. Natürlich macht sich mein Brüderchen deswegen Sorgen. Ja, Terry meinte, dass er ihn so bald wie möglich reparieren will. Er kann sich einfach nicht entspannen, wenn die Uhren nicht wie auf vorgesehen laufen. Nein, natürlich nicht. Das Gefühl kann ich allzu gut verstehen. Woher? Ja. Richtig. Ja, wenn der Zeiger nicht richtig läuft, dann kann ich auch nicht schlafen. Dann kann ich früh nicht richtig aufwachen, weil mein Wecker nicht klingelt. Wenn dein Zeiger... So, haben Sie sich denn schon entschieden? Oh, warte. Ach so. Oh, nee, doch. Nee, ja. Geht weiter. Ich dachte, das ist jetzt nochmal ja, das Gleiche. Oh, Entschuldigung. Wir waren so sehr damit beschäftigt, all die herrlichen Dekorationen zu bewundern. Ah ja, ich glaube, ich nehme ein paar von Ihrem Windbeuteln, bitte. Ja, der ist... In diesen Windbeuteln ist sogar Wind aus der Sahara mit verbacken. Nein, ja, aber es macht Ihnen hoffentlich nichts aus, zu kurz zu warten, oder? Ich stelle meine Windbeutel immer frisch her. Die Sahne... kommt erst hinein, wenn sie bestellt werden und keinen Moment früher. So bleibt die Außenhülle auch so herrlich knusprig, wie sie sein soll. Oho, da läuft mir ja wirklich das Wasser im Mund zusammen. Gut, dann gehe ich in die Küche und bereite sie für Sie zu. Bitte warten Sie hier. Hä? Hinweis. Hast du Witterung aufgenommen, Cat? Eigentlich ist mir hier vor allem die Mülltonne ins Auge gefallen. Die Mülltonne. Was ist da drin? Papier. Das könnten genauso gut irgendwelche, Ja? Weiß ich nicht. Zeiger sein. Zeiger. Genau, das könnten riesengroße Big Ben Zeiger sein. Man könnte sie mal ausleeren, oder nicht? Der ganze Müll quillt ja schon raus. Ja, die wirkt irgendwie völlig fehl am Platz in so einem so eleganten Laden. Oh, Moment, das ist auch ein Kuchen. Oh. Es scheint vor allem Papier drin zu sein. Vielleicht sollten wir das untersuchen. Oh, sie kramen im Müll. Los, wühlt im Müll. Ein Rätsel. Im Müll. Wer hat dieses Rätsel weggeschmissen? In dieser Tonne sind eine Menge Papierschnipsel. Schieberätsel. Allen Anschein nach ist das eine Zeichnung von irgendwas. Ich frage mich nur, von was genau. Das lässt sich schlecht sagen, weil man das Papier in Fetzen gerissen hat. Nein, wir werden etwas dagegen unternehmen müssen. Los. So, wieder ändern. Ja. Rätsel Nummer 06. Jo. Ja, Bastelstunde. Exilos Bastelstunde. Bei sowas bin ich gut. Och nö. Im Papierkorb liegen ein paar Papierschnipsel auf die beiden... Du guckst nicht schon, wie du das machst. Okay.
Du guckst aber auch nicht auf den Unteren. Nee, ich lese ja nur. Okay. Im Papierkorb liegen ein paar Papierschnipsel, auf die beidseitig etwas gezeichnet wurde. Setze sie wieder zusammen und finde heraus, was die Bilder zeigen. Verschiebe das Papier, um es im Rahmen zu bewegen. Dabei dürfen keine Teile überlappen. Teile, die bereits zusammengesetzt wurden, können nicht bewegt werden. Du kannst das Papier umdrehen, indem du es berührst. Oh nein. Was ist das nicht, wenn die wieder zusammengesetzt sind, können sie nicht mehr bewegt werden oder so? Weiß ich nicht genau, ob das so... Aber ich glaube ja, es ist nämlich... Ich habe hier nämlich was zusammengesetzt und... Das kann aber bewegt werden. Ja, eben, ich bin gerade auch verwirrt. Oder nur, wenn sie richtig zusammengesetzt wurden oder was? Irgendwie so wahrscheinlich. Ich bin gerade allgemein verwirrt. Ja, aber wahrscheinlich ist das die andere Seite. Ah, ja. Ist das hier? Was ist das? Ich hab's! Warte! Nein! Nein? Nein. Nochmal. Was? 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 Juhu, ich hab noch eine Chance! Hä? Warte mal. Ah, nee, warte. So, jetzt so. Ich hab eins vergessen umzudrehen. Was ist das denn? Splatoon? Ein Zeiger. Oh, nee, aber es ist ein Zeiger mit einem Splatoon-Squid gepaart. Ja. Okay, jetzt da du ja eh fertig warst schon, ja, kann ich ja. Das ist ein besonders interessantes. War wir müssen noch entscheiden lassen, was dann eigentlich passiert, wenn mal jemand verliert. Meisterlich rekonstruiert. Nachdem du die Papierschnipsel zusammengesetzt hast, siehst du ein Rezept für Brot in der Form eines Tintenfischs auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist etwas, was wie ein Uhrzeiger aussieht. Urbrot. Schade, da kann man sehr schlecht miträtseln. Ja, bei sowas erstmal ja. Ja. Das ist halt so, also nicht jedes Rätsel ist dafür ausgelegt, aber manche... Du guckst ein bisschen aus dem Bild. Ach Mann, oh. Weil ich werde von dir so angezogen. Du bist so anziehend. Ja. Oh, guck mal. Jetzt kann man sehen, was es ist. Sieht aus wie eine Art Rezept für Tentakelbrot anscheinend. Thaddäus Tentakelbrot. Igitt, das klingt ja für mich gar nicht appetitlich. Ich bin ein Hund. Aber schau mal auf die Rückseite. Was steht auf der Rückseite? Auf der Rückseite hat man noch etwas gezeichnet. Wollen wir mal sehen. Das ist der verschwundene Zeiger vom Elizabeth Tower. Und auch noch eine Anleitung, wie man ihn baut. Das ist eine Blaupause, Miss. Was zum Teufel macht denn eine Blaupause des Big Ben-Zeigers in der Mülltonne von Jerry Handys Konditorei? Ich glaube, wir behalten dieses Stück Müll lieber. Darf man das, Miss? Also ohne zu fragen meine ich, Müll behalten? Es war Wenn das so ist, dann hätte ich ja... Es war in der Mülltonne, Ernest. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Mr. Handy es nicht mehr haben würde. Oh, und wenn man vom Teufel spricht. Hallo, Herr Teufel. Entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten. Hier sind Ihre Handy-Spezialwindbeutel. Mit extra Wind. Mit extra viel Wind drin. Vielen herzlichen Dank dafür. Nein, ja, vielen Dank. Hoffentlich sehen wir uns einmal wieder. Ich bin mir sicher, dass wir das werden. Bis dahin. Das werden wir. Nächstes Mal habe ich Polizei dabei. Nächstes Mal kaufe ich hier einen ganzen Laden auf.
Jetzt, wo ich sie da habe, wo ich sie haben wollte, möchte ich ihren ganzen Kuchen kaufen. Gut, jetzt haben wir uns um den Nachtisch gekümmert. Wir können zurückgehen. Endlich zurück zur eigentlichen Sache. Hab's! Oh, wow! Ein Hinweis, ein Hinweis! So, wie nur noch einer. Ja. Zusammengesetzt aus Papierschnipseln, die wir im Hörmann der Konditorei Handy gefunden haben. Auf der Rückseite eines Rezepts befand sich eine Zeichnung des Uhrzeigers. Juhu! Zugeklappt, eingepackt? Ich würde sagen, außer bei dir jetzt, weil ja, du. Ja, bei mir jetzt nicht zuklappen. Ja, speicher erstmal dann. Speichern! Ja. Speichern ist der Hund, oder? Genau. Das Lehünd-Symbol. So, wie lange sind wir denn eigentlich hier schon am Machen? Das werde ich ja gleich sehen. So, ja, ich überspeichere jetzt einfach mal. Ich denke schon hier. Seit ungefähr. Obwohl, nein, ich zwei Stunden bestimmt schon. 2:36. Ich denke, seit 2 Stunden werden wir bestimmt schon machen. Ja, es ist 2:36 bei mir gewesen. Ja. Nice. So, ich kann ja zuklappen und einpacken und dann, ja, sieht man sich beim nächsten Mal. Tschüss.